Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 6 auf meinem Kanal. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass ab morgen täglich wieder Folgen kommen. Ich bin aus meinem Urlaub wieder zurück. Und ab morgen geht es dann wieder täglich weiter. So, ich habe hier gesehen, dass der Bus auf jeden Fall zu klein ist. Wir müssen jetzt mal gucken, wie viele Fahrzeuge überhaupt drauf sind. Auch zwei solche Lütten. Können wir auf jeden Fall mal tauschen gegen große. Und ich glaube, dann sollte das Problem auch schon gelöst sein. So, sofort ersetzen. Jo. 25%. So, 75 meine ich. So, dann sollten wir das Problem nicht jetzt gelöst haben, dass wir die Leute noch alle mitkriegen. Ja, die hat er natürlich jetzt nicht mitgenommen, nehmen wir das jetzt wieder mit. So. Dann haben wir natürlich jetzt hier dann noch mehr Leute dann wieder am Bahnhof. Oh, die sind natürlich dicht beieinander. Zack. Laufen die jetzt zum Bahnhof oder was? Laufen die denn jetzt hin? Und Ort. Achso, okay. Du läufst zum Wohnort 4 London. Okay, warum ist jetzt nicht mit dem Bus weitergefahren? Aber okay. Das müssen die Leute ja selber wissen. Sollen sie machen, wie sie lustig sind. Mir ehrlich gesagt auch egal. So, die sind natürlich echt schon gut voll jetzt hier, die Züge. Kriegt er denn alle mit? Ja, ich steige natürlich die ganze Menge auch aus. Sehr schön. Ja, in der heutigen Folge möchte ich gerne unser Streckennetz weiter ausbauen. Ich muss natürlich jetzt immer noch mal ab und zu mal gucken hier, dass wir hier mit den Bussen auch überall klarkommen, weil hier sind definitiv zu wenig und das ganze Bussystem in Cambridge muss ich echt überarbeiten. Das passt nämlich jetzt gar nicht mehr mittlerweile. Aber ich kann wenigstens, das Einzige, was ich mal jetzt gerade mal machen kann, ist nochmal einen weiteren Bus draufsetzen. Wenn ich jetzt das Depot finde, da kommt hier nochmal einer drauf. So, Cambridge. Da müssen wir das natürlich dann irgendwann mal bei Zeiten überarbeiten. So. Ja, Zug wird wahrscheinlich auch voll sein. Wenn er jetzt mal mit nach London fährt, na, 90 Leute. Nicht schlecht. Die machen auf jeden Fall alle Gewinn. Also wir machen jetzt wieder richtig gutes Geld. Seht ihr jetzt hier, da machen wir 800.000 Minus, scheiß drauf. Den Fake-Zug, 900.000 Minus. Das ist auch Fake, da machen wir 344, aber da machen wir 3,7, 3,8, 12,4, 1,9 und 3,2 Millionen Plus. Die machen Minus, ist mir auch egal. Ich hatte noch im Offscreen ein bisschen weiter gebastelt hier, aber wirklich nicht viel. Ich habe hier so ein paar kleine Züge noch hingestellt, ich habe noch ein paar Gleise nebengesetzt. Hier eine Straße mit Autos und hier schon mal das Bürogebäude. Aber ich weiß einfach im Moment noch nicht, was ich hier hinsetzen soll. Hier habe ich noch einen Zug draufgestellt. Einen, der jetzt hier im Moment auch auf der Anlage fährt. Auf der S2 müsste das ja sein. Da fährt er drauf. Und dann sieht er hier, wie die Stadt jetzt schon immer näher kommt. Müssen wir aufpassen, dass das Wald, dass sie nicht zu nah kommen. Weil ich möchte nicht, dass sie direkt drankommen, glaube ich. Oder dass sie gar hier raufgehen. Da muss ich dann hier noch die Dinger ransetzen, dass das nicht passiert. Mal gucken, wie das werden wird. So, drei wollen zum Flughafen. Hier warten schon mal sechs. Der hat auch drei mit. Wenn die dann drei natürlich jetzt aussteigen und die anderen drei, das wäre schon mal nicht schlecht. Flugzeug kommt gerade. Aber bis dahin sollten es... Oh, das wird voll. Und die gehen da auch hin, richtig? Oh, schön. Unsere Flugzeuge machen jetzt auch richtig Kohle hier, ha? 12 Leute schon. Ja, die Flugzeuge machen Kohle. Keine Wartungskosten. 113.000. Nicht schlecht. Ja, läuft. Weil wir brauchen halt ein bisschen Kohle, damit ich jetzt hier auch genug Fake-Zuge hinstellen kann. So, aber bevor wir das machen, also ich jetzt hier gerade, wir müssen hier ganz dringend noch mehr Züge aufstellen. Wo sind die denn jetzt gerade? Einer fährt da gerade los. Machen wir gerade auf Pause. Und machen mal den Kram hier oben weg. Sehe ich die besser. Eine fährt gerade los. Hier ist einer. Der kommt. Da müsste hier hinten noch einer sein, ne? Der fährt da gerade hin. Aber wir haben halt nur drei Züge auf der Strecke. Wo ist der andere? Der andere war da hinten, ne?
Da kommt hier jetzt auf jeden Fall noch mal einer rauf. Hier werden wir jetzt mal gerade noch ein Depot ransetzen. Wo ich so gerade weg. So, hier kommt noch ein Depot hin. Und man könnte hier natürlich auch mal so ein richtiges Depot hinsetzen, ne? Ne, war schon richtig. So, so. Das passt natürlich jetzt wahrscheinlich platztechnisch nicht, dass es passt. Oh Gott, dann bauen wir doch hier mal so ein richtiges Depot hin. Ich will zwar so eine Abfallrampe hier. Das mit der Weiche sieht natürlich dann richtig kernbehindert aus. Dann ist das nochmal weg hier und wir jetzt ein Einebnen. So. Damit wir hier keine Probleme bekommen. Ja, das geht natürlich jetzt nicht, war ja klar. So. So, zack. Das passt jetzt noch nicht, das ist noch zu dicht dran. Zack. Und jetzt passt es. Nicht schlecht. So, da kommt hier jetzt noch einer drauf. Und dann machen wir da oben auch noch einen drauf. Triebwagen elektrisch. Den hier. Zack, zack. Mal sehen, ob der dann auch wirklich die Lackierung bekommt, die er bekommen soll. Regional. Ne. Wir haben ja alle die gleiche Lackierung. Was soll denn das? Wahrscheinlich muss ich die Mod nochmal neu installieren. Vielleicht gab es da ein Update. So, der ist jetzt hier losgedüst. Perfekt, jetzt muss ich halt hier oben noch einen draufsetzen. Der andere ist jetzt... Wo ist er denn jetzt? So. Hallo, mein Freund, wo bist denn du? So. Der ist da. Jetzt hier oben noch einen draufsetzen. Hier müsste noch mal ein Gleis sein, genau. Hier muss ich jetzt noch einen draufpacken. Und dann sollte die Linie dann auch funktionieren. Das ist scheißegal, was ich jetzt hier nehme, weil die Pläne eh alle gleich aus. So, das kostet natürlich jetzt nochmal richtig Kohle. Da habe ich natürlich nichts mehr irgendwie für meine Linien hier, die ich jetzt bauen will. Schön leise, der Zug. Ja, ein Zoom-Problem. So, wir hatten nämlich jetzt ja schon 43 Leute mit. 46, 47. So, der andere ist jetzt da. Da ist noch zwei Städte vor sich. Das passt eigentlich ganz gut. Weil die Leute da auch alle wegkriegen. Das Problem ist natürlich, da steigt der Zug jetzt woanders immer wieder. Er hier ist voll. Und es wollen immer noch 105 nach London. Da können wir jetzt endlich finalerweise das mal... Da haben wir natürlich wieder kein Geld. Dass wir hier unseren anderen draufkriegen, die richtige S-Bahn. Und den dann irgendwann mal an einer Strecke noch zu teilen. Weil mehr Züge geht halt einfach nicht. Und sehen wir, was hier alles wartet. Ich da auch nicht alle mit. Wenn wir aber die Kapazität auf 136 erhöhen. Also sprich, weg, weg. Jetzt können wir uns natürlich überlegen, welchen wir da draufsetzen wollen. Ich finde ja meinen blauen eigentlich am geilsten, den, ne? Ich glaube, das werden wir auch machen, einfach mal ein bisschen Farbe hier reinzubringen. 136. So, 13 Millionen pro Fahrzeug, wenn ich sofort ersetze. Du bezahlst 33,2 Millionen. Ja. Die habe ich natürlich jetzt nicht. 33,2 Millionen muss ich natürlich erstmal zusammenkriegen. Ich kann mir maximal noch mit 2 Millionen selber helfen. So, jetzt fehlen aber immer noch welche. Die Züge werden natürlich wieder deutlich kleiner, aber können nur mehr Leute mitnehmen. Und da kann ich im Fall eine Doppeltraktion von machen. Das sieht dann schon wieder richtig geil aus. Zu viele Züge möchte ich von denen aber auch nicht fahren lassen, weil die haben mal so ein bisschen den Ruf haben, dass sie die FPS-Zahlen ganz schön nach unten drücken. So. Aber will ich das jetzt endlich schon machen? Das ist jetzt die Frage. Der ist voll, 120. Aber das wird sich jetzt ein bisschen revidieren, weil wir jetzt ja noch zwei weitere Züge drauf haben.
Der ist fast voll. Der ist nicht ganz voll. Was jetzt hier an Leuten rumläuft, ne? Das ist sehr heftig. Vor allem, die steigen ja alle hier aus. Das ist... Das ist schon nicht schlecht. 33,3 muss ich mittlerweile bezahlen. Aber egal, das können wir erstmal so lassen. Dann kann ich mich dann irgendwann mal drum kümmern. So, er hat auch Leute gebracht. Nicht schlecht. Und die macht trotzdem Minus, das ist schon krass. Oh, die eigentlich viele Leute transportiert, aber egal. Gramm. Wir schlagen hier knapp 8000 Leute um im Jahr. Alter Schwede, das ist schon nicht schlecht. Gut, egal. Lange genug gequatscht jetzt. Jetzt wollen wir mal hier unsere Linie weiterbauen. So, wir haben ja schon die Brücke hier gebaut. Ich würde jetzt gerne hier über Bristol, Cardiff, Swansea bis nach Milford Haven gehen. Dass wir dann hier auch mal noch ein paar mehr Leute rankriegen. Auf den Bahnhof. So, da haben wir jetzt die Gleise hier frei. Hier werden wir uns den Weg dann erstmal teilen. So doppelgleisig, aber die Linie, die hier ist, die wird natürlich dann nachher nur auf dem fahren und dann auf dem. Kann man das aber so ein bisschen aufteilen. Dann können wir jetzt hier zweigleisig weiterbauen. Weiter rum muss ich nicht, weil da ist die andere, genau. Lassen wir uns erstmal unseren Bahnhof bauen. Hier ist das nämlich schon wieder alles sehr, sehr hügelig. Sehr, sehr hügelig. Und die Bahnhöfe sollen jetzt auch ein bisschen länger werden, weil die Züge länger werden. Aber wir müssen mindestens 320 Meter. Möchte ich schon ganz gerne haben. Also wären das schon ganz schön große Bahnhöfe jetzt. 320 Meter Länge. So. Zwei Gleise, 320 Höchstgeschwindigkeit. Durchführung zur Straße, ja. Also im Bahnhof würde nämlich jetzt auch schon richtig Kohle kosten. Geil wäre natürlich, wenn er in der Mitte ist, ne? Mag das ja, aber das geht nicht. Da können wir Glück haben mit dem Tunnel weiterfahren. Machen wir das so. Natürlich dann auch vernünftig gucken, dass wir hier eine vernünftige Verbindung hinkriegen. Oh, es geht direkt in den Tunnel. Aber nur in so einem kurzen, das ist in Ordnung. Da kann ich mit leben. Also kurz ist der nun auch nicht, aber das passt schon. Wir bauen jetzt im Moment erstmal nur die ganzen Gleise alle von London aus. Nachher kann man dann auch so Verbindungsgleise dann bauen, ne? Dass die dann Leute nicht erst alle nach London müssen. Was natürlich dann hier schon ziemlich geil aussieht, wenn du hier natürlich dann so viele Leute auch stehen hast. Ach, das ist natürlich schon alles ziemlich deluxe. Aber so kann man halt die Züge dann auch ein bisschen entlasten. So, machen wir hier weiter. Da waren wir dran. Jetzt hoffen wir mal, dass wir hier in den Tunnel gehen können. Können wir. Perfekt. So. Kommen wir hier direkt vom Bahnhof in den Tunnel. Dann geht's nach Bristol. Bristol, Bristol, Bristol. Bristol sollte seinen Bahnhof unten am Wasser bekommen. Weil wir hier dann hier auch noch rüber müssen. Okay, Bristol bekommt seinen Bahnhof hier oben hin. So gut es irgendwie geht. So. So kriegen wir den nach Bristol. Das wird jetzt auch wahrscheinlich mehr so ein Tunnel. Mal gucken. Zack. Wird schon mal nicht funktionieren. Brückenpfeiler, Kollision kann sich... Alter, das ist natürlich auch... Nee, das gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Sollten wir wohl in mehreren Etappen weiterbauen. So eine Monsterbrücke da. Nee, das geht jetzt nicht. Und ein Problem.
Hey, den Tunnel. So. Zack. So, jetzt sind wir schon mal hier. Jetzt geht natürlich jetzt der Stein nach bergoben. Na gut. Das kann man noch machen. Da kann ich noch mit D'accord gehen. Das geht, das ist mir gar nicht so schlecht. So, und hier ist es schon wieder ein Tunnel. Aber das geht auch. Hier ist ja nochmal ein Hügel. Von der Brücke in den Tunnel. Wieder schön durch den Wald durch und dann da unten rein. Das finde ich auch gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir natürlich fast keine Kohle mehr. Jetzt müssen wir natürlich nach Cardiff rüber. Das wäre natürlich jetzt lustig, ohne Geld. Oder jetzt sind wir sogar schon im Minus. Oder wir bauen die Strecke erstmal nur bis hier. Und bauen die nachher dann irgendwann mal weiter, wenn wir Kohle haben. Geht natürlich auch. Wo ich die eigentlich ganz gerne direkt fertig bauen würde. Wir können die einfach erstmal so als Brachland liegen lassen. Erstmal wieder ein bisschen Geld verdienen. Das ist eigentlich das Problem, ja. Wenn ich jetzt hier die ganzen Fake-Trains hinstellen würde, die würden ja richtig Kohle kosten. Und dann wird es gar nicht mehr bergauf gehen. Dafür sind wir wohl noch nicht weit genug. So, 95, 92, 72. Das sieht schon mal ganz gut aus. Du Scheiße. Ist jetzt gerade hier angekommen. Jetzt ist er von 88 Leute. Ja, die Weltbevölkerung, die geht hier auch mal stramm nach oben. Schon mehr als verdoppelt. Wie sieht das jetzt in Manchester aus? Manchester wächst auch ruckzuck. Seit der Flughafen da ist, geht das in Manchester ab wie nix. Ich kann mir schon fast überlegen, kann ich noch ein drittes Flugzeug draufsetzen. Hier können die British Airways, aber die können nur 15 Leute mitnehmen. Oder man halt so ein Düsenjäger hier, ne? Aber der hat natürlich ganz schön andere Betriebskosten. Nehmen wir mal noch so ein. Nicht genügend Geld. Wie kann man da... Ich spiele immer ohne Geld. Ich brauche Geld. Obwohl, hier ist, wartet jetzt noch drei Leute. Da kommt schon der nächste. Der ist für 15 Leute dabei. Eigentlich, jetzt kommt natürlich hier nochmal ein ganzer Schwung. Na, kriegen wir das alles noch mit? Naja, nicht alle mitgekriegt. Lange genug gewartet. Der Dude. Wie ist denn jetzt die Buslinie eigentlich? Bus. Naja, die sollten wir mal gerade optimieren. Dass diese Station hier zum Beispiel und diese Station hier vorne hin wandern. Hier hin. Dorthin wandern. Dann fliegen nämlich die raus und die fliegt raus. Manchester Bus. Nach dem Zentrum geht's nach da. Da. Und die fliegen raus. Genau so sollt ihr fahren. Und da ihr so schöne fleißige Bienchen seid, kommt ihr noch einen weiteren Bus. Zack. Manchester. So. So, 5 Millionen, meine Freunde. Es kann weitergehen. Die Brücke rüber nach Cardiff bauen wir noch. Und dann sind wir schon wieder Ende der heutigen Folge angekommen. So, hier müssen wir natürlich erstmal noch die Straße anbinden. Da war ja schon am Meckern. Ja, gesehen. Wir wollen das nicht, dass er meckert. So. Zack. Bin ich mal gespannt, wie wir das jetzt machen wollen hier. Jetzt hier muss erstmal diese Straße da weg. Weil das wird nämlich jetzt wie so eine Huckelpiste hier. Zumindest für die Straße.
Für uns weiß ich das noch nicht. Okay. Geht ja noch. Also so würde ich das noch als gut erachten. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist halt dieser Weg hier. So sieht das doch schon mal deutlich besser aus, ne? Hier sieht man sogar ein bisschen unterschiedliche Höhen. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schön. Aber wir kommen nun mal so schräg da rein. Also bis da und jetzt kannst du da drauf gehen. So ist es in Ordnung. So. Mal sehen, wo bauen wir denn. Ach du Kacke, ist das hügelig hier. Ach du Scheiße. In Cardiff könnten wir vielleicht einen unterirdischen Bahnhof bauen. Der ist nur 180 Meter lang. Wo wollen wir das Geschoss hin? Wir können das hier oben auf dem Berg bauen. Hier außerhalb irgendwo hinsetzen. Oder hier ans Wasser. Wo so einiges dran glauben. Oder hier hinten hin. Kommt er dahin. Nach unten gehen. Ein Stück zumindest. Tunnel geht nicht, weil die ganze Map hier abfällt. So. So. Na, das ist ja schon wieder so ein Huckel. So ein Huckelscheiß. Nee. Na, mach mal weg da. Hier müssen jetzt Schienen gebaut werden. Eine große Brücke. Meine Freunde der Volksmusik. Und eine große Brücke. Genau so aus. Die habe ich noch gar nicht gebaut. Diese große Brücke ist extrem teuer. So, für diese große Brücke in diesem grandiosen Design brauchen wir halt ein paar Millionen, die wir mittlerweile haben. Bam! Haha! So. Sehr schön. Jetzt ist natürlich hier oben die Straße, die jetzt überhaupt gar keinen Anschluss mehr findet. Und jetzt da drauf gehen. Da drauf gehen. Können die machen, was sie wollen, na? Ist mir egal. Das sieht eigentlich ganz geil aus. Ja, natürlich, mit einer Straße geht das natürlich nicht. Die Brücke wird cool. Das wird eine wahrscheinlich meiner Lieblingsstellen. Zack. Und jetzt hier auf diese Landzunge stellen. Wenn natürlich jetzt ein Zug drauf wäre, das wäre natürlich geil. Ja, aber das klammern wir erstmal so. Jetzt müssen wir dann nur noch mit einer ganz harten Kurve. So hart muss die gar nicht sein. Standesgemäß. Damit es optisch gut aussieht. So, meine Freunde. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wir sind schon bei 25 Minuten. Bis dahin, haut rein und wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao.